Hallo, meine liebe Jungfrau, hier ist dein Tarotkarten-Reading für Juli 2024. Mein Name ist Tanja. Hier kommen auch schon deine Karten. Mal sehen, was es gibt für unsere lieben Jungfrauen. Die erste Karte, Ass der Kelche. Das ist schon mal nicht schlecht. Was gibt es noch? Zweite Karte, Fünf der Münzen. Was gibt's noch? Dritte Karte, die Welt. Sehr gut. Und was noch für unsere lieben Jungfrauen? Danke sehr. Der Ritter, der Schwerter und er fiel auf das Ass der Kelche, deswegen lasse ich den gleich hier. Ass der Kelche, das ist eine Karte für einen Neuanfang, vor allem im Bereich Beziehung und Herzensangelegenheiten. Du wirst vielleicht hier im Juli eine neue Beziehung beginnen mit jemandem und es kann ganz gut sein, dass das sogar dieser Ritter der Schwerter ist. Diese Person hat es sehr eilig, die fällt fast mit der Tür ins Haus. Das könnte jemand sein, der entweder ein Zwilling, eine Waage oder ein Wassermann ist. Und diese Person eilt quasi auf dich zu. Der möchte sehr gerne mit dir zusammen sein. Er ist eine sehr hilfreiche Person, redet auch sehr klar, also kann sich sehr klar und deutlich ausdrücken und wird mit dir kommunizieren, auch ganz klar. Für dich heißt diese Karte, dass du eben dein Herz wirklich auch schön mit deinen eigenen zwei Händen beschützen wirst. Das heißt, du hast inzwischen schon gelernt durch deine Lebenserfahrung, dass du eben gewisse Grenzen setzen musst nach außen und auch immer wieder sagen musst, nein, das und das möchte ich jetzt nicht, damit du eben als Jungfrau, die du bist, nicht ausgenutzt wirst. Weil Jungfrauen sind nun mal ja, Service- und Geber-Sternzeichen. Die wollen halt andere glücklich machen und die machen dann halt auch irrsinnig viel und manche Leute nutzen das schamlos aus. Und du hast aber jetzt schon gelernt, dass du gewisse Grenzen setzen musst, höflich und bestimmt Nein sagen musst, damit eben Leute dir nicht so extrem die Tür einrennen. Das heißt, wirst vielleicht zu ihm sagen, ja, du, ich finde das toll, ich mag dich auch, nur bitte schalt einen Gang runter, mach mal Step by Step. Ja? Das kann sein, dass du das zu ihm sagst. Dann haben wir die Fünf der Münzen. Vielleicht schaut es momentan mit dem Finanziellen nicht so toll aus. Vielleicht gibt es da einen gewissen Einbruch oder Verlust. Was aber Tatsache ist, es wird, das Universum arbeitet schon an deinen nächsten fünf Münzen. Du siehst sie nur momentan nicht. Ja? Aber der Schlüssel ist schon hier, das Schloss ist schon hier und die fünf Münzen warten auch schon. Das heißt, es ist vielleicht jetzt ein bisschen eine Durststrecke finanziell. Vielleicht kommt auch im Juli eine Rechnung zu dir, mit der du gar nicht gerechnet hast. Beispiel, plötzlich geht deine Waschmaschine kaputt und du musst eine neue kaufen oder so. Also so Sachen, die eben plötzlich passieren, wo du dir denkst, puh, woher soll ich denn jetzt das Geld hernehmen? Ja? Also das können so Sachen sein, die hier im Juli auftauchen. Das Wunderbare ist, du hast die Welt. Die Welt ist die große Arcana-Karte und zwar die einzige große Arcana-Karte in deinem Reading hier. Und das ist eine Karte, die besagt, du beendest einen sehr lang andauernden Zyklus, sodass du frei bist für einen neuen. Das kann zum Beispiel ein klassischer 7-Jahre-Zyklus sein. Man sagt ja, dass die Menschen eben in so 7-Jahres-Zyklen sich weiterentwickeln, 0 bis 7, 7 bis 14 und so weiter. Vielleicht stehst du gerade an so einem 7-jährigen Zyklusende und beginnst einen neuen. Vielleicht ändert sich auch deine ganze Lebenslage. Zum Beispiel, dass du wirst vom Single-Dasein, bist du plötzlich Mutter oder Vater oder vom Arbeiten gehen bist du jetzt plötzlich Pensionist. Das heißt, es ändert sich auf einmal deine ganze Welt, es ändert sich auch deine Rolle in der Welt damit und es ist für dich ein Lernprozess jetzt hier abgeschlossen im Juli und du fängst einen neuen an, du siehst ein ganz neues Leben vor dir, du hast eine ganz neue Rolle im Leben. Und das ist etwas Wunderschönes, ja, weil wir Menschen, wir möchten ja im Laufe unseres Lebens immer wieder dazulernen und weiterkommen und sozusagen ein Level höher steigen. Und das machst du hier mit dieser Karte ganz perfekt. Diese Karte sagt übrigens auch, dass Reisen möglich sind. Vielleicht hast du im Juli einen Urlaub gebucht, eine Weltreise, vielleicht startest du da ein Sabbatical, vielleicht ziehst du auch um in eine andere Stadt, aber prinzipiell diese Karte hat damit zu tun, dass man sich global bewegt, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug etc. Ich wünsche dir einen schönen Monat, lass ein Like unter dem Video, abonniere auch den Kanal, das wäre ganz toll und es ist auch gratis für dich und ich wünsche dir alles Gute, Baba!